Hallo liebe Fitness-Family, ich bin der Nico. Wir machen heute 20 Minuten Rückentraining im Stehen, auf der Matte, ein paar Übungen für zu Hause und würde ich sagen, fangen wir sofort an. Übung Nummer 1, den sogenannten Skifahrer. Wir gehen leicht in die Knie, Fußspitzen zeigen nach vorne, Bauchnabel ist eingezogen, Schultern sind schön tief, Oberkörper leicht nach vorne beugen, die Arme einmal nach vorne holen und wir gehen parallel mit den Ellenbogen nach hinten. Probiert die Schulterblätter schön zusammenzudrücken. Blick zum Boden, Verlängerung Halswirbelsäule. Wenn ihr hinten seid, probiert ihr schön die Schulterblätter zusammendrücken, schön Druck auf den Rücken und dann wieder lang nach vorne. Zurück und nach vorne, sehr schön. Alternative 2, Arme nach vorne. Handflächen zeigen einmal zueinander, wir bleiben in dieser Position, wir machen Auf- und Abbewegungen. Hier auch wieder dran denken, Bauchnabel einziehen, Schultern schön tief, Blick Richtung Boden, leicht in die Knie gehen und schöne schnelle Bewegungen. Variante 3, Handflächen einmal wieder zum Boden und wir machen das Ganze abwechselnd. Einmal nach rechts nach hinten und einmal links nach hinten. Schön im Wechsel, rechts und links. Ihr könnt das Ganze auch mit Zusatzgewicht machen, ihr könnt das Ganze aber auch frei wie ich mache. Ist euch selbst überlassen. Punkt Nummer 2, wir machen das sogenannte Rudern. Das gleiche Prinzip, wieder, ich stelle mich einmal schief zu euch hin, wieder leicht nach vorne beugen, Bauchnabel einziehen, Schultern schön tief, die Handflächen zeigen zueinander, wir ziehen beide Arme schön nach hinten, Ellenbogen Richtung Hüfte und wieder nach vorne. Schön zu euch ziehen, denkt auch wieder an die Schulterblätter zusammendrücken und dann wieder lösen. Nach vorne, und wieder lösen. Sehr schön. Wir können das Ganze auch breit machen, heißt Handflächen einmal zum Körper, Ellenbogen, Schulter auf einer Höhe und wieder nach vorne. Zu euch ziehen und wieder weg von euch. Hier auch wieder schön an die Schulterblätter denken, Bauchnabel eingezogen, leicht in die Knie gehen, Schultern schön tief. Das Ganze könnt ihr auch wieder mit Zusatzgewicht machen. Ist euch selbst überlassen. Und langsam wieder Wirbel für Wirbel auf. Dritte Übung. Einmal wieder Bauchnabel einziehen, leicht in die Knie gehen. Schultern schön tief. Handflächen zeigen einmal zueinander. Arme sind gebeugt. Wir gehen einmal nach oben mit den Armen und einmal wieder tief. Nach oben und wieder tief. Das sind jetzt ungefähr 45 Grad. Ihr könnt das Ganze auch steiler machen, indem ihr schön parallel mit dem Oberkörper zum Boden seid und das Ganze 90 Grad macht. Schön auch hier wieder Schulterblätter zusammendrücken. Damit aktivieren wir schön die Rückenmuskulatur. Und dann wieder lösen. Wieder langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Übung Nummer 4. Wir machen einmal was für den Rücken, den kompletten Rücken von Fuß bis Schädel, einmal die sogenannte Streckerschlinge. Die linke Hand einmal in die linke Hüfte, die rechte Hand kommt einmal auch zur linken Hüfte. Und jetzt öffnen wir einmal den Arm diagonal nach oben und wieder tief. Nach oben und wieder tief. Schöne langsame Bewegung. Der Oberkörper ist erstmal schön steif, es bewegt sich nur der Arm diagonal auf und schließt sich dann wieder. Variante 2, wir gucken einmal der Hand hinterher. Haben eine leichte Rotation im Oberkörper. Schön öffnen und schließen. Variante 3, somit aktivieren wir die komplette Rückenmuskulatur, die sogenannte Streckerschlinge. Heißt, wir gehen mit dem linken Bein nach hinten und wieder zusammen. Nach hinten und wieder zusammen. Schön strecken. Und wieder schließen. Sehr schön. Die nächste Übung ist einmal auf der Matte. Eine leichte Stabilisationsübung. Und zwar gehen wir mit dem linken Arm nach vorne, mit dem rechten Bein nach hinten. Probiert den Arm auf Schulterhöhe zu lassen, das Bein hinten auf Gesäßhöhe. Wir probieren einfach nur stabil zu stehen. Eine statische Übung. Wer sich jetzt noch zutraut, kann die Fußspitze nach oben holen. Ihr merkt automatisch, ihr habt noch weniger Stabilisation. Rumpfmuskulatur, schön anspannen, alles fest.
und das Ganze halten. Blick schön Richtung Boden. Ihr könnt das Ganze auch eine dynamische... Die nächste Übung ist einmal auf der Matte. Und zwar geht der linke Arm nach vorne, das rechte Bein nach hinten. Probiert den Arm auf Höhe von der Schulter zu lassen, das Bein hinten auf Gesäßhöhe. Und das Ganze erstmal statisch schön zu halten. Ist eine Stabilisationsübung. Wenn ihr euch noch zutraut, könnt ihr gerne die Fußspitze nach oben holen. Ihr merkt automatisch, ihr habt noch weniger Stabilisation. Deshalb schön die Rumpfmuskulatur fest, Bauch fest, Popo angespannt und das Ganze halten. Das wäre die statische Übung. Die dynamische Übung wäre Arm wieder nach vorne, das Bein nach hinten. Berühren sich einmal unterm Körper und strecken sich dann wieder lang nach vorne und nach hinten. Schön Ellenbogen und Knie berühren sich unterm Körper und strecken sich dann wieder nach vorne und hinten. Die nächste Übung auf der Matte und zwar einmal Fußspitzen aufstellen, Handflächen aufstellen. Achtet immer darauf, Hand, Ellenbogen, Schulter schön in einer Linie. Das Ganze auch mit den Knien, Knie unter Hüfte. Dann sind wir in der perfekten Ausgangsposition. Da ist der Rücken schön gerade. Und wir drücken uns jetzt aus der Fußspitze und aus der Handfläche mit den Knien nach oben. Wichtig ist, der Popo kommt nicht mit nach oben, sondern der Popo bleibt schön tief unten. Ihr merkt automatisch die Aktivierung der kompletten Chormuskulatur. Eigentlich ist der komplette Rücken, der ganze Körper angespannt und das Ganze halten. Blick schön Richtung Boden und schön halten. Sehr gut. Wer Handgelenksprobleme hat, es gibt Alternativen. Ihr könnt das Ganze auf der Faust machen. Ihr könnt das Ganze aber auch auf den Unterarmen machen und das Ganze so. Nächste Übung. Wir gehen eine Etage tiefer und zwar gehen wir einmal in den Unterarmstütz. Unterarmstütz Variante 1 ist ein bisschen einfacher. Wir gehen auf die Knie, gehen mit dem Popo tief. Wichtig ist, wir hängen mit dem Popo nicht durch. Der Popo ist nicht zu weit oben, sondern schön fest. Bauch ist angespannt, Popo ist angespannt und dann halten wir das Ganze schön statisch. Druck auf den ganzen Körper, der ganze Körper ist angespannt, Blick Richtung Boden. Variante 2 ist ein bisschen anspruchsvoller. Wir gehen einmal auf die Füße und halten das Ganze auf den Füßen. Ihr könnt euch eure Limits immer selber setzen. Beginnt mit 30 Sekunden und arbeitet euch dann Schritt für Schritt nach oben. Variante 3, noch ein bisschen anspruchsvoller. Einmal nach oben kommen und wir tappen einmal mit den Füßen rechts und links. Achtet darauf, dass der Popo immer trotzdem unten bleibt und schön. Nächste Übung, wir fangen einmal auf den Popo an und zwar legen wir uns einmal komplett auf den Rücken, die Arme neben den Körper, die Füße einmal aufgestellt, Beine sind angewinkelt, der Kopf liegt auf dem Boden und wir drücken uns jetzt aus den Fersen. Also wichtig ist, Fußspitzen zeigen Richtung Deck, wir drücken uns aus den Fersen nach oben und wieder tief. Nach oben und wieder tief. Ihr merkt automatisch den hinteren Oberschenkel, der Rücken ist angespannt, der Popo ist angespannt und wieder tief. Nach oben und wieder tief. Ihr könnt das Ganze auch einbeinig machen. Ist ein bisschen anspruchsvoller. Ihr könnt das Ganze auch statisch halten. Schön oben halten, Popo ist angespannt, Druck drauf. Zu jedem starken Rücken gehört auch eine starke Bauchmuskulatur. Und zwar legen wir uns einmal auf den Rücken wieder, die Arme neben den Körper. Füße sind wieder aufgestellt. Ihr könnt die Hände ineinander verschränken, hinter den Kopf begeben. Bitte nicht am Kopf ziehen, sondern die Hauptarbeit kommt aus der geraden Bauchmuskulatur. Und dann kommen wir einmal mit den Schultern Richtung Decke. Wir kommen nach oben und wieder tief. Nach oben. Und wieder tief. Achtet darauf, wenn ihr nach oben kommt, dass ihr ausatmend, explosiv ausatmen und wieder tief einatmen. Ausatmen, mit dem Mund, mit der Nase einatmen. Gibt nochmal 10% mehr Energie. Zu jedem starken Rücken gehört auch eine starke Bauchmuskulatur. Von daher legen wir uns einmal auf den Rücken. Die Füße sind aufgestellt. Die Hände bitte ineinander verschränken. Hinter den Kopf bewegen. Bitte, kleiner Tipp, nicht am Kopf ziehen, sondern die Hauptarbeit kommt aus der geraden Bauchmuskulatur. Und dann gehen wir einmal mit den Schultern Richtung Decke. Wir kommen einmal nach oben und wieder tief. Nach oben
und wieder tief. Achtet auf eure Atmung, wenn ihr nach oben kommt, explosiv mit dem Mund ausatmen. Wenn ihr tief geht, mit der Nase einatmen. Sehr schön. Ihr könnt das Ganze auch variieren. Einmal die Füße nach oben und das Ganze gleiches Prinzip. Ist ein bisschen anspruchsvoller. Achtet hier auch wieder schön auf eure Atmung. Ist erstmal nur was für die gerade Bauchmuskulatur. Sehr schön. Einmal was für die seitliche Bauchmuskulatur. Und zwar legen wir uns einmal wieder auf den Rücken. Diesmal die Arme neben den Körper. Ihr könnt einmal den Kopf ablegen. Könnt dann einmal mit der Hand, gehen wir einmal zum Sprunggelenk. Heißt, wir gehen einmal rechts und links. Rechts und links. Wenn ihr auch hier wieder Nackenprobleme habt, einmal Hände hinter den Kopf und ihr geht rechts und links. Rechts. So, nächste Übung ist was für die Bauchmuskulatur, ist eine Anfängerübung. Und zwar einmal die Hände aufsetzen und ihr geht abwechselnd mit dem Bein zu eurem Bauch. Schön im Wechsel. Ist wie gesagt eine Anfängerübung für den Bauch. Das wird gleich ein bisschen anspruchsvoller. Sehr schön. Wenn ihr ein bisschen anspruchsvollere Übung haben wollt, geht ihr einfach nur mit dem Oberkörper weiter nach hinten und haltet das Ganze statisch. Wenn das auch noch, könnt ihr immer tiefer gehen. Umso tiefer ihr geht, umso mehr habt ihr den Bauch aktiviert. So, das ist die absolute Musterübung bzw. Profiübung für die Bauchmuskulatur. Und zwar legen wir uns einmal auf den Rücken. Die Hände bitte unter den Popo legen, dient einfach dazu, dass ihr kein Hohlkreuz bildet. Wichtig ist auch Bauchnabel einziehen, damit der Rücken kompletten Bodenkontakt mit der Matte habt. Dann geht ihr einmal mit den Füßen nach oben. Wir gehen einmal tief und nach oben. Tief und nach oben. Tief nach oben. Sehr schön. Nächste Übung ist was einmal für die seitliche Bauchmuskulatur. Und zwar legen wir uns auch hier wieder auf den Rücken, die Arme einmal hinter den Kopf und wir arbeiten jetzt diagonal. Heißt, der rechte Ellenbogen berührt einmal das linke Knie. Und das Ganze immer schön im Wechsel, rechts und links. Probiert die Schulterblätter wieder schön vom Boden zu lösen. Immer schön im Wechsel, achtet auch hier wieder auf eure Atmung. So, noch die Entspannung darf nicht fehlen, von daher, es gibt immer ein paar Entspannungsübungen, ich zeige euch ein paar. Und zwar einmal die Füße bzw. die Beine zum Oberkörper, Kopf liegt einmal auf dem Boden, mit den Armen einmal umschlingen und wir kreisen einen runden Kreis mit dem unteren Rücken in die Matte. Schöne. Ihr könnt auch immer einen Richtungswechsel einbauen. Ihr könnt auch aus dem Kreis eine liegende 8 zeichnen. Eine stehende wäre schlecht, aber eine liegende 8 funktioniert. Sehr schön. Einmal absetzen, nächste Übung. Einmal die Arme zur Seite, Handflächen zeigen, einmal zur Decke. Die Beine auch hier wieder nach oben holen. Einmal nach rechts. Wichtig auch hierbei ist, Schulter bleibt schön am Boden. Könnt die Augen auch ruhig schließen. Einmal nach rechts, schön aufdehnen. Wieder zur Mitte kommen, schön langsam. Und das Ganze dann einmal zur linken Seite. Wieder schön aufdehnen. Wieder zur Mitte kommen. Und wieder nach rechts. Auch hier noch eine Entspannungsübung und zwar setzen wir uns einmal mit dem Popo auf die Fersen, Arme lang nach vorne, den Kopf könnt ihr ruhig auf den Boden ablegen und könnt schön den unteren Rücken einmal entspannen, die Augen hierbei auch wieder schön schließen, tief mit der Nase einatmen, tief mit dem Mund ausatmen.
Schön die Wirbelsäule entlasten, mal schön lang ziehen. Und dann schön langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Kurz auf die Knie kommen, Handgelenke ausschütteln. Schulter nach hinten kreisen. Sehr schön. So, dann war es das auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Bleibt bitte gesund und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell wieder im Fitness Family. Und dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.